So, Jessica, wir stehen in Trine. Wir haben es geschafft, wir sind hier. Wie geht's der Lehrer? Sehr gut. Ja? Ihr geht's sehr gut. Sie hat alles super gut verkraftet, ist auch echt fit. Ist so ein richtiger Profi, die schläft ganz viel auch und wenn sie aber arbeitet, dann ist sie voll da. Also ich glaube, die freut sich, dass jetzt dann endlich losgeht. Du teilst mit uns ja wirklich sehr toll den Stallalltag sozusagen hier. Also wir bekommen viel von der Lehrer mit, sie ist super entspannt, liegt auch gerne in der Box. Ist das normal für sie? Ist sie so ein entspanntes Pferd? Ja, zunehmend. Also ich bin selbst immer wieder erstaunt über ihre Entwicklung, auch was das Management drumherum angeht, dass sie jetzt einfach versteht, worum es geht und dass sie auch sich entspannen darf am Turnier und dass sie es auch genießen darf. Ja. Und das macht mir sehr viel Spaß, das selbst auch mitzuerleben, wie sie wirklich zu so einem Vollprofi wird. Wie war die Vorbereitung für Trine? Gab es da irgendeine besondere Herausforderung, die ihr angegriffen habt, um hier euer A-Game zeigen zu können? Das werden wir ja sehen, wie gut wir das zeigen können. Ja. Vorbereitungen habe ich jetzt nicht speziell irgendwas im Training umgestellt. Im Gegenteil, ich habe ganz locker weitergearbeitet, gar nichts umgestellt. Die Vorbereitung vom Management war sehr speziell, weil wir natürlich alles bis ins kleinste Detail planen mussten für die Quarantäne. Und ja, das war für mich das Schwerste, die Quarantäne. Da die der Lehrer 2 Tage nicht sehen zu dürfen, war ein bisschen hart. Aber sie hat auch das gut verkraftet und ich glaube, sie hat sich danach umso mehr gefreut, als ich da bin. Aber ja. Sonst eigentlich alles beim Alten. Gab es irgendwelche Klippen im Ankommen hier? Ich habe da irgendwas von der Wassersituation gesehen auf Social Media. Ja, sie wollte einfach das oder will nach wie vor das Chlorwasser nicht trinken, was ich nachvollziehen kann. Mir schmeckt es auch nicht. Und die Dame bekommt nicht Chlorwasser, sondern Trinkwasser. Total sympathisch ist, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und der Wettcheck ist gut für euch gelaufen, ihr habt euch toll präsentieren können. Gibt das einem noch besseres Gefühl für das Turnier, was einem bevorsteht? Ja, also den Wettcheck habe ich jetzt nicht anders erwartet. Das wäre schlimm, wenn das für mich irgendwie eine Klippe gewesen wäre. Aber jetzt ist irgendwie so ein bisschen was ins Rollen gekommen. Ich habe das erste Mal Zöpfe gemacht und der Lehrer weiß, oh, jetzt geht es ja doch los. Und es ist schon lang, diese fast Woche hier vorher zu sein, oder es war eine Woche. Und jetzt ist es schön, dass man merkt, dass jetzt losgeht. Wie fühlt sie sich hier mit der Temperatur, dem Wetter? Das ist ja doch schon ein bisschen anders als bei uns in Deutschland. Ja, sie hat schon am Anfang eben mehr geschlafen, muss ich sagen, weil sie es auch sehr heiß fand wahrscheinlich. Aber die Boxen sind toll, die haben alle ihren eigenen Ventilator in der Box. Und ich habe auch ein bisschen gebraucht, um mich an das Klima zu gewöhnen. Aber ich glaube, jetzt kommt sie damit sehr gut klar. Super. Du machst morgen den Start. Mhm. Bist du schon aufgeregt? Noch nicht, aber das kommt bestimmt noch. Also du als Profi hast immer noch das Bauchkribbeln vorm Einreiten. Ja, ich hoffe, dass es auch immer so bleibt, weil genau das brauche ich auch, dass es mich auch pusht, dass ich eben auch voll präsent bin und auch Höchstleistung abrufen kann. Ja, und jetzt haben wir den Teamwettbewerb. Was sind da deine Erwartungen? Ich traue es mich sogar auszusprechen. Wir erwarten natürlich, dass wir die Erfolge der letzten Jahre an diese anknüpfen bzw. die wieder erreichen, dass wir Gold holen mit der Mannschaft und dafür werden wir 4 unser Bestes geben. Ja. Gibt es etwas, was du den deutschen Dressurfans zu Hause mitgeben möchtest? Drückt uns die Daumen, dass alles so gut geht.